kann sein, dass ich das ein bisschen bedauere, dass ich nicht Förster geworden bin, dass ich also nicht schulisch das gemacht habe, dass ich das mal abkönnen, die Voraussetzungen erfüllt als Förster. Muss ja Abi haben, gell? Vielleicht war ich ein bisschen zu faul. Aber. In welchen Momenten fragst du dich das? Ja, gerade wie du jetzt mir sagst, ja, das wäre dein Traum gewesen, dann frage ich mich, als wenn du dort eben ein bisschen fleißiger gewesen wärst oder hättest du einfach den Wille dazu gehabt, dann wäre es auch gegangen. Wobei natürlich das Problem bei uns immer war, Geld war so gut wie keins da, weil der Vater ja gefallen ist. War das natürlich ein ganz großes Handicap. Mein Bruder hat ja erst auf dem zweiten Bildungsweg studiert. Hat es geheißen, so schnell wie möglich aus der Schule und dann in die Lehre. Jetzt kommt dieses, was ich erzählt habe, hier diese Verwüstung vom Lothar. Darüber. Also sieht man jetzt noch sehr gut, was alles kaputt ist. Obwohl schon wieder in dieser Zeit schon wieder solche Tanne gewachsen sind. Ja, ich sag mittlerweile, muss ich sagen, bin ich eigentlich fast froh, dass es so ist. Auch wenn es extrem zeitintensiv ist, aber jetzt sehe ich es doch ein bisschen anders. Man ist sein eigener Herr und entscheidet doch schon noch in gewisse Richtungen, wo man gehen will oder auch nicht. Natürlich sind manche Abhängigkeiten auch da, logisch. Aber doch schon noch die Möglichkeit. Ich habe mir immer gedacht, ich hätte auch problemlos mit meinem Abschluss in die Industrie gekonnt. Aber wenn man jetzt sieht, was da abgeht, ja, da zählt ja ein Mensch gar nichts. Und muss ich sagen, da ist bei uns doch anders. Alle Werkstatt, die rechte Tür, ja. Ab Montagabend, so ist das. Ja, ist der Schrank hier. Wenn das jetzt noch so durchlaufen wird, wäre es natürlich schön. Mein Ziel ist natürlich auch nicht bis 65 zu arbeiten, muss ich auch ganz klar sagen. Sonst ist es natürlich total schief gelaufen. Weil wenn man die Zeit sieht, muss man eigentlich die Möglichkeit haben, ein bisschen früh aufzuhören. Wenn man investiert hat. Montag, Dienstag, Z2. Und vor allen Dingen auch das Risiko, hätte ja alles auch schief laufen können. Oder kann ja immer noch alles schief laufen. Man ist ja da mit Kapital dabei, nur nicht mit wenig. Z52. Und von dem her. Wieder am Montag.